Grüß euch, ich bin der Leo. Heute bin ich wieder mit dem Georg unterwegs, den ihr schon aus dem letzten Video kennt. Wir werden heute ein Game of Bike machen, genau. Als Downhill Edition. Wir werden das Ganze auch am Biragut Trail machen, in der Bike Arena Aflenz. Und zwar, wer das Spiel nicht kennt, das ist eine Challenge, wo wer einen Trick oder Challenge halt vorgibt. Und wenn der andere es nicht nachmachen schafft, dann kriegt er ein B. Und wer als erstes Bike voll hat, hat verloren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Schnick, schnack, schnack. Okay, der Georg hat schon zwei Linien vorbereitet. Und was machen wir? Also wir fahren auch und machen bei dem Absprung manuell, also am Hinterradl. Also am Hinterradl fahren, über die Linie und dann wieder aussetzen. Aber manuell ist natürlich die Bedingung, dass man nicht drehen darf. Das heißt nicht wie beim Wheelie viel durchdrehen, sondern manuell aufziehen, ohne treten und wieder runter. Passt. Ja, fangt an. Wenn ich es schaffe, muss ich nachlegen. Ja, schön. Sick! Nachdem wir manuell jetzt schon eingefahren sind, habe ich mir gedacht, von da, wir haben da einen kleinen Double, also eigentlich hier schon einen ziemlich großen, wir machen von da, vom Absprung, manuell oben, wieder auf und bis daher, bis zur Landung. Ja! Yeah. Georg kommt, jetzt bin ich gespannt. Und? Alles okay? Scheiße. Alles okay? Ich weiß gar nicht, wie ich sie überhaupt noch schon. Alles okay? Ja. So. Aber sauber, dass du es nochmal probiert hast. Nein, jetzt war es gerade so schlecht. Es hat mir reingepasst. So, da der Georg jetzt dran ist, hat er da, ist der Absprung. Und da haben wir dann 5 Meter abgemessen und da die Linie gemacht. Und da muss man drüber kommen. Georg legt vor, hat jetzt leider schon den Buchstaben B. Aber es geht natürlich weiter. Von da bis da. Let's go. Da kommt der Ball schnell. Wow! Ich bin wieder dran, Georg hat immer B und ich mache jetzt noch einen, weil wir im Weitsprung-Feeling sind, nochmal, von da vom Absprung bis, da ist die Landung, da, bis zu der Linie. Das sind schon so 7-8 Meter und ja, gehen wir es an. Ja. Mal schauen, was er macht. Aber das ist schon echt weit. Boah. Ja, knapp. So, Georg ist dran. Er hat da schon was aufgebaut. Wir machen ein kleines High Jump. Und ja, wir schauen, ob er drüber kommt. Let's go. So, Georg kommt. Oh! Das war so knapp. Ah wirklich, du hättest das Hinterrad noch ein bisschen aufziehen müssen, dann hättest du es geschafft. Ja. Es steht BEK, das heißt, das wird jetzt die finale Runde. Und ich habe mir gedacht, wir gehen nochmal zum ersten Double, wo wir vorher schon das Weitsprung gemacht haben. So, fahren wir hin. Da ist die alte Linie. Da ist die Landung, da ist die alte Linie. Und ich hab mir gedacht, da ich da vorher schon gar nicht so schlecht drüber gekommen bin, wir setzen nochmal einen Meter bis einen halben Meter drauf und gehen bis da oben. Jetzt kommt er. Mal schauen, ob er das da packt.
Ich melde mich gerade aus dem Videoschnitt. Leider fällt mir erst jetzt auf, dass das Video, wo der Georg nochmal probiert hat, über die Linie zu kommen, leider gelöscht worden ist. Oder ich habe gar nicht auf Aufnahme gedruckt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und das ist jetzt im Video leider nicht drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns am Sonntag mit dem Special wieder.